Oh, hallo ja. Und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA Online. Hallo. Wir besorgen uns wieder ein paar Fahrzeuge. Wir gucken mal. Ja gut, eine Standardklasse. Beastie. Bestia GTS. Was ist das für ein Fahrzeug? Standardklasse. Ja, sieht nicht so geil aus. Naja, geht doch. Aber ist halt Standardklasse, ne? Halt ja. Drin. Die sollten jetzt mal mehrere Fahrzeuge machen, so, also mehrere Klassen. Ja. Ja, es gibt ja auch mehrere Klassen. Normale Klasse, also ich sag mal niederste Klasse, wie soll man die nennen? Billigklasse, dann als nächstes Standardklasse, dann kam ja, was kam denn dann? Wird es einfach nach Geländewagen sortiert, also SUV, dann Geländewagen, so wie die Klassen auch in dem Spiel sind, Sportwagen, Supersportwagen. Genau, so Hypercars und sowas. Ja, ja. Genau. Oh, oh. Da wirst beschossen. Ich? Ja. Was? Heli. Siehst du nicht mehr? Doch, ich sehe ihn noch. Ja, kannst du noch hier anvisieren. Was ein Wichser, ey. Der wird sicherlich gleich umdrehen, oder? Was meinst du? Gehe ich auch von aus. Ach, das ist wieder die Mission, wo wir nicht unter so und so viel km/h fahren dürfen, ne? Kann sein, ja. Wo ist denn das? Eine weiter Straße vorne oder rechts? Nee, das ist doch nicht das. Es könnte ein Rennen sein. Oder wieder mit dem Schlüssel. Das könnte auch sein. Hä? Bleib mal stehen. Da. Nee, das ist ein anderes Grundstück. Dann laufen wir einfach. Wo ist denn das Fahrzeug? Wo steht's denn? Ah! Muss sein. Ja. Der hat noch nicht mal Schaden gemacht. Oh, Alter, 738 Schaden, so, also weil einer drauf geschossen hat. Weil ich durch die Tür gefahren bin, hatte ich 18 Dollar Schaden bei mir. Okay. War bei mir nicht. Okay, das globale Signal ist raus. Bin ich mal gespannt. Gib einfach Gas. Ja, ja. Oh, Hubschrauber sind hinter uns hier. Naja, dann lass ihn mal machen. Bis der bei uns ist, sind wir schon längst angekommen. Außer du fährst so komisch. Warum? Ich fahr querfeld einen durch. Haben die keinen Bock zu schießen? Irgendwie habe ich mir das auch gerade so gedacht. Ne? Aber scheinbar nicht, ne? Ja, davon gehe ich mal aus, dass sie keinen Bock haben. Juhu. So.
Okay, das waren nur 40 Dollar Schaden. Bei mir steht immer noch 738. Oh, jetzt fängt's an. Elimination Chamber Kickoff. Oh ja. Oh. Ups. Kommen wir doch hierher. Ja. Du siehst aber auch diese riesen Telekom-Halle da, ne? Jetzt innen drinne. Ja, ja. Wo rechts WrestleMania steht. Ja, ja. Und jetzt siehst du, wie Young am Bild ist. Ja. Gut, dann sind wir ja von Zeit her das mit, gleiche. Ja. Mit so, wo von. Steht denn der schöne Bestia-Wagen? Also nicht da hinten. Hier nicht. Hier. Ach, da unten. Naja, er sieht halt ganz einfach aus, ne? Er sieht aus wie... Er ist so hoch. Ja. Und er sieht so ein bisschen aus wie ein Mazda 3. Seitlich. Der vom Häuslebauer. Ja. So. Wollen wir zwei Fahrzeuge verkaufen? Nee, ich würde vorschlagen, wir klauen jetzt so lange erstmal nochmal ein Fahrzeug, bis wir neue Dings-Missionen machen können. Eine Spezialfahrzeugmission. Achso, ja, machen wir mal. Oder? Können wir machen. Ist das nicht Bugatti? Ja. Ist der jetzt hier... Nur noch zum Quatschen da, oder was? Ja, ja, der ist kein aktiver mehr. Wie kommt das denn? Wie das kommt? Ja. Indem man alt wird. Das nicht mehr nötig hat, weißt du? Okay. Ich habe ein nägelnagelneu geklautes Auto. Ja. Warum hört sich das so an, als wäre es kaputt? Weiß das ist so nicht. Krank. Na toll. Oh. Was denn? Ich bin gegen eine Laterne gefahren. Dadurch bin ich vom Motorrad runtergefallen. Und werde von der Polizei verfolgt. Mit 2 Sternen. Nein, hier ist ein Polizeifahrzeug unterwegs gewesen. Was dich sucht eventuell? Nicht nur eventuell, was mich sucht. Hier ist noch eins. Bist du auch was da? Aua! Toll! Was denn? Alter, ich hasse diese Polizei bei GTA, ne? Haben sie dich angefahren und du hast jetzt einen Stern? Ja, der ist einfach nach links ausgeschert, der Wichser. Naja, kenn ich. Jetzt habe ich 2 Sterne wegen diesem Puss. Ich auch. Spaß, kann ey. Aber gerade abhauen. Er sollte mich nicht kriegen. Oh, hier liegt eine Leiche. Ist doch nicht tot, die lag da einfach nur zum Pennen. Das ist die Penner-Hochburg hier. Alter, kann mein Typ nicht mal schneller rennen? Hallo? Was rennt der so behindert, als hätte er einen Stock im Arsch? Weil du wahrscheinlich keine Ausdauer mehr hast. Doch, ich hab Ausdauer wie sonst was. Der ist so halb geduckt. Was soll denn das? Jetzt. Don't know. Yay, ich bin die Bullen los.
Lalala. Ja, liebe Zuschauer, ist immer schwer, wenn man Sterne hat und gerade schon angekommen ist. Ja. Ach, hier unten war es, hast du dich verkrümelt. Ja. Bing. Ich habe so ein riesiges Einschussloch genau in der Mitte von meinem Rücken. Echt, dreh dich mal rum. Ich sehe es nicht. Du hast schon wieder nichts. Du hast am Arm hast du ein Einschussloch. Am beiden. Ich habe nur am linken Arm bei mir. Warte mal. Oh! Hm? Wir haben ein neues Auto, Spezialauto-Ding. Das machen wir in nächste Folge. Lass uns noch ein Auto klauen. Ja, lass uns noch ein Auto klauen. Ah, okay. Nächste Folge. So, Oberklasse. Dass du jedes Mal auf diesem scheiß Stuhl stehst, Alter. Ja. Oh, wieder so ein schöner. Wovon wir schon einen verkauft haben. Warte. Oh ja. So, this car's at a car meet. Some pretty unsavory individuals there. Oh, nee, ne. So, hit them hard, get wieder ein Fahrzeug treffen. Back for warehousing. As ever, ja, wieder das Elektrizitätswerk, was auch sonst. Puta madre. Was machst du denn da, Alter? Was machst du denn da, Alter? Fahr mal schneller. Geht nicht, das ist schon ein Schlag. Ja, dann los. Fahr schneller. Los. Geht doch. Schneller, sage ich. Boah, wie geil wir an dem vorbeigefahren sind. Einer links, ja. Einer rechts. Ich hab's nur zur Hälfte gesehen. Und mein Auto steht hier. Ach, hier bist du vorhin stehen geblieben. Ja. So, jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Das war's für mich. Ja. Ich muss gleich erstmal eine Einzahlung auf der Bank machen, wenn ich da bin. Von daher, ich warte da kurz. Okay. Alter, ey. Aber ich muss mir jetzt endlich mal ein schweres Scharfschützengewehr kaufen. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Wir mit einem schweren Scharfschützengewehr sind, glaube ich, One-Hit, oder? Ja. Sollte ich wirklich machen. Muss ich gleich, wenn wir die Mission geschafft haben, mal zum Ammunition fahren. Mhm. Kostet nur bestimmt einen Haufen Geld, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel sie gekostet hat. Ich spare doch für mein nächstes Motorradclub-Unternehmen.
Oh oh. Was denn? Doch nicht. Ich dachte, ich stehe. Ich bin gerade an dem Handy dran. Ich dachte, ich stehe auf den Bahnschienen. Stehe ich auch, aber nicht auf den Bahnschienen. So, also ich wäre soweit. Ich auch. 3, 2, 1, go. Oh oh. Was denn? Ich dachte, das wäre ein Zug. Also der Zug auf unserer Spur, aber das war nicht. Nee, auf unserer Spur fährt kein Zug. Wäre auch schon so aufgefallen. Schnapp dir ein schönes Auto und los geht's. Ich frage mich, warum jedes Mal hier die Motorhaube. Das weiß ich auch nicht. Warum hatten wir schon so viel Schaden? Haben wir den so krass getroffen? Nein, die schießen ja auch so dumm, wenn die auf den Boden fallen. Boah, stimmt. So wie Epileptiker, weißt du? Ja, ja. Hippie Lippy, aber happy. Genau. Nichts für ungut. Ist nicht witzig. Ist nicht witzig, ja. Aber in diesem Fall bringt es einfach nur die Sache auf den Punkt. Ja. Die da jetzt hier im Stream da ist, ne? Die Schwarzhaarige. Ja. Die war mal richtig heiß. Jetzt mit dieser Lippenstift macht alles kaputt. Okay. Dieser Lippenstift macht einfach alles kaputt. Okay. Oh, ich mag den Wagen, der sieht so geil aus, ey. Alter, 4200. Ich hab gar nicht vorher auf den Schaden geachtet. Alter, das Auto ist auch mega schnell, ey. Ja, ich musste gerade hardcore abbremsen. Ich fahre halt mit dem Dominator und ich komme nicht hinterher. Oh, jetzt wird wieder auf mich geschossen. Bleiben sie wieder stehen, die Idioten. Und zerschießen mir die Reifen. War so klar. Ich bin da. Oh oh. Fliegendes Motorrad, was auf mich zusteuert. Ja, tut er. Beeil dich. Bin da. Oh, du wurdest gekillt. Ja, und der Typ heißt Son Gokui. Son Gokui? Und es looks like that made us one of Secure Surf's top. Jetzt ballert er hier die ganze Zeit nur noch rum, der Idiot. Idiot hat einen Unfall gebohrt. Oh my motherfucker. Hat hier gerade eine gesagt. Echt? Ja, yeah. Oh my motherfucker. Oh my motherfucker. Und jetzt, oh Jesus. Oh Jesus. Sammel gerade hier solche Punkte ein. Ich mach das jetzt gerade mal. Ja, mach das. In der Zeit, wie du das tust, verabschiede ich mich und verabscheue mich. Und ich werde gleich wieder getötet. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade verfolgt werde von der Polizei. Ja. Mir ein Mysterium. Es macht sowas von Spaß, Alter.
Naja, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Zur nächsten Folge. Ja. Tschüssi. Ciao.